Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zum Hausflipper. Ich bin euer Basti. Wir machen gleich weiter mit dem nächsten Auftrag. Mal sehen, wir haben noch 7 Stück. Ich würde sagen, in dieser Folge streichen wir das Haus und ja, mal sehen, was uns da erwartet. Haus streichen. Hallo, zusammen mit meiner Frau haben wir ein Haus gekauft. Wir sind nun fast fertig. Ich möchte Sie bitten, die Wände zu streichen, da wir der Ansicht sind, dass alles in Weiß einfach zu langweilig ist. Auch die beiden fehlenden Klimaanlagen sowie 2 Heizkörper müssen installiert werden. Ich hoffe, dass das nicht zu lange dauern wird, denn wir würden gerne bald einziehen. Mit freundlichen Grüßen, Tim Starr. Okay, der Tim, der möchte 2 Heizkörper haben und möchte 2 Klimaanlagen haben. Und dann möchte er, dass wir das Haus streichen. Okay, dann wollen wir erstmal schauen. Fenster reinigen. Fenster reinigen soll ich auch noch. Okay. Dann würde ich sagen, wir fangen an. Und putzen erstmal die Fenster. Dann ist das nämlich erledigt. So. Das sind 2 von 4 Fenstern und hier sollen wir auf jeden Fall doch streichen. Ich habe gedacht, wir sollen das Haus mal von draußen streichen. Aber wir sollen ja hier komplett drinnen streichen, ne? Aber ich denke mal, das sollten wir eigentlich ohne Probleme hinkriegen. So. Dann ist hier irgendwo... soll ja was installiert werden, oder? Klimaanlage. Wir gucken mal, ob wir die hier irgendwo hinpacken können. Der kriegt so eine Oberklimaanlage hier. Ja, die passt. Die können wir sogar montieren, ruckizucki. Ich denke mal, das sollte auch nicht so lange dauern hier. So, die Kabel anschließen. Ich würde erstmal die anderen 2 Kabel noch gerne hier zusammenfügen. So, das schwarze. Ich packe mal die Kabel erstmal alle rein. Dann können wir uns nämlich nur noch um die Schrauben kümmern. So, die Anschlüsse. Abdeckung und die Klimaanlage ist auch fertig. Jetzt sollen wir diesen Raum auch noch streichen in den Farben Kakaofarben. Kakaofarben werden wir den Bereich hier hinten streichen. Und Sandmantel werden wir hier vorne streichen. So, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. So. Ich streiche wieder so ein bisschen vor, dann geht das alles ein bisschen schneller. So, dann fehlen nämlich nur noch die Flächen hier. So. Sandmandel. Dann haben wir ums Fenster schon mal rundherum gestrichen. Das ist gut. Hallo, lass mich mal raus hier. So, dann brauchen wir nur noch hier oben. Das ist natürlich die Farbe wieder alle. So, das haben wir. Das haben wir auch. Wir haben einen neuen Fähigkeitspunkt gekriegt. So, um das Fenster streichen wir noch rum, dass wir hier so eine optische Abdeckung drin haben. So. Sehr schön, dann ist das der Wohnbereich sozusagen. Warte mal, hinterm Schrank hier können wir auch noch streichen eigentlich. So, dann ist das hier dieses Braun. Das sieht zwar jetzt nicht gerade sehr schön aus, aber ja, wem es gefällt, ne? So, mal gucken.
Den Rest streichen wir mit der Farbe. So, brauche ich hier unten, muss ich hier drinnen auch noch streichen? Ja, so. Vielleicht machen wir hier vorne auch noch irgendwo so einen Touch von dem Braun hin. Mal sehen. Ich weiß ja nicht, ob wir alles hier streichen müssen. Oder ob das die Küche das einzige ist. Aber nee, wir sollten noch mehr Klimaanlagen installieren eigentlich, ne? So, Momentchen mal. Wir machen mal hier weiter. Also es ist auch schön, dass wir die Klimaanlage als erstes dran gemacht haben, bevor wir streichen, ne? So. Kann man in der Dose noch ein bisschen nehmen. So, das ist alles fertig. Okay, jetzt müssen wir nur noch hier um die Fenster streichen. Das sollten wir aber hinkriegen. Nochmal nachladen. Sehr schön. Aber alle gewesen, das ist aber nicht so schlimm. So, das haben wir auch. Jetzt müssen wir hier oben noch. Bei 98%. Das Streichen hier wäre erledigt. Sehr gut, dann kann ich die Farbe verkaufen. Gibt immerhin noch ein bisschen was. Und jetzt müssen wir mal schauen, wo wir die nächste Klimaanlage installieren sollten. Badezimmerheizung. Das geht schnell. Die schnell montiert, hier brauchen wir glaube ich auch nicht streichen, oder? So und so. Genau, dann sind wir hier fertig und hier haben wir noch ein Zimmer. Fenster reinigen, streichen und Geräte montieren, okay. Einmal das Fenster. Einmal das Fenster, dann kaufen wir uns hier eine Heizung. Ne, nicht Fotoapparat, Shop. Ich könnte mal meinen Fähigkeitspunkt eigentlich verteilen. Na gut, machen wir noch die eine Heizung dran. So, und dann gucken wir mal, was wir für einen Fähigkeitspunkt haben hier bei Malern. 70% schneller und weniger Farbe. Okay, ich nehme erstmal die weniger Farbe. Hier sollen wir in rosa streichen. Mal sehen, ob wir hier mit einer Dose durchkommen. Aber rosa, warum soll das ein rosa Zimmer werden? Also rosa ist ja so eine Farbe, ist ja eigentlich eine Mädchenfarbe. Okay, ich brauche ja auch weniger Farbe jetzt, ne? So. Das Fenster ist komplett fertig. Mal, ob wir das Fenster noch hinkriegen hier. So, Farbrolle ist alle. Haben wir hier gestrichen. Dann geht es hier unten weiter. Okay, dann am besten
Machen wir erstmal über ein Bett hier. So. Oh, wie schön schnell das geht hier. Sehr gut. Wäre das auch erledigt. Es reicht aber immer noch nicht. Wir haben hier noch was. Gerät montieren. Hier soll noch die Klimaanlage hin, ne? Und gestrichen werden soll hier. Und Fenster gereinigt werden. Ah, die passt hier drüber. Okay. So, jetzt müssen natürlich die ganzen Kabel wieder angeschlossen werden. So. Dann müssen wir hier drin auch noch streichen, ne? So, erstmal die anderen Kabel wieder reinpacken. So, rot, grün, braun und weiß. Dann kommen die Anschlüsse ran. Und die Abdeckung und die Klimaanlage steht. Sehr schön. Jetzt können wir auch noch die Fenster reinigen. Die können ja relativ schnell dann eigentlich hier in ihr Haus ziehen, denke ich mal. So, ein Fenster. Ach so. Jetzt fehlt ja eigentlich nur noch das Streichen. In Kürbis soll, oder in Pfirsich soll ich hier streichen. Alles klar. So, dann streich mal halt hier in Pfirsich. Wir brauchen ja weniger Farbe. Komme ich jetzt? Bis an den Schrank. Moment, ich fange mal hier vorne am besten an. So, ich könnte den Auftrag jetzt schon beenden. Möchte ich aber nicht. So, ich möchte natürlich alles streichen hier. Habe ich schon wieder alle. Okay. So, den Rahmen habe ich. Jetzt geht es hier weiter. Ah, ich kriege ganz schön viel Farbe raus hier, muss ich sagen. Huch. Jetzt gehe ich mal bei euch aufs Bett. Es tut mir leid. So, kann ich das Bett eigentlich machen? Nö. Sieht doch ganz gut aus. Ich kann auch ziemlich viel Farbe aufnehmen, muss ich sagen. So. Auftrag beendet? Ne, wir sind noch nicht fertig. Also wir müssen noch irgendwo Schlafzimmer und Badezimmer, Fenster reinigen. Okay, im Badezimmer war ich doch hier. Aber hier ist noch irgendwo anders ein Badezimmer. Also hier muss ich noch streichen. Und hier muss ich noch die Fenster reinigen. So, dann ist das fertig. Jetzt müssen wir noch in das Zimmer hier. Auch dreimal Fenster reinigen und streichen. Einmal Fenster gereinigt, das zweite Mal
auch. Und das dritte Fenster hat auch verspielt. Ich denke mal... So, und jetzt soll ich nur noch streichen in der Farbe grün. Wenn ich Glück habe, komme ich da auch mit einer Dose hin. Wir fangen am besten hier an. Schön hinterm Schrank. Das ist aber ein knalliges Grün hier. Das ist echt ein knalliges Grün. Aber naja, es ist ja Geschmackssache, ne? So wie der Kunde das wünscht, so wird das auch gemacht. So, jetzt haben wir drüben noch ein bisschen weitermachen. Sehr gut. Würde ich sagen, machen wir erstmal das Fenster hier oben. So, dann hier. Dann machen wir hier oben weiter. Und hier drüben, sehr schön. Also wer in dem Raum leben möchte... Aber wie gesagt, das ist ja Geschmackssache. Da können wir keinen Einfluss drauf nehmen. Aber ich bin ja Gott sei Dank durch. Gut, Auftrag zu 100% erledigt, würde ich sagen. Ja. 100% können wir beenden und können uns unser Werk anschauen. Gut, das Braun hätte ich jetzt vielleicht nicht gewählt fürs Wohnzimmer, aber wenn die damit zufrieden sind, dann sollte das eigentlich schon passen. Naja, und das Grün ist auch Geschmackssache, aber ja. Und das Pink, da wollen wir jetzt am besten gar nicht drüber reden. Aber das muss ja, wie gesagt, jeder selber wissen. Unsere Kunden sind zufrieden, wir werden bezahlt, wir haben Geld bekommen und diesen Auftrag erledigt. Und vielleicht sollten wir auch mal unsere Bude selber ein bisschen auf Vordermann bringen, oder? Ja, okay, wir sind soweit fertig. Haben wir neue Aufträge bekommen? Nein, haben wir nicht. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da oder eine Bewertung. Oder einen Daumen nach unten, müsst ihr wissen. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi. Zombie Apocalypse.